Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Halt, teil. Okay, welches nehmen wir? Möchtest du das Helix-Fossil? Möchtest du das Dom-Fossil? Aus was wird was nochmal? Keine Ahnung. Ich bin für Helix. Helix ist in der DNA, das klingt cooler. Dom klingt so wie Jahrmarkt-Fossil. Ja, gemeinsam Dom. Das gemeinsame Dom. Wir haben das Helix-Fossil, okay, dann gehört mir das. Die sehen wir eigentlich nie wieder, ne? Kleinstein! Kleinstein! Das hätte ich auch gerne gehabt. Gegen Kleinstein wäre cool geworden, wie Georock. Ja. Super starke Werte. Ja. Naja. Aber wer ist denn nicht Jesse 666, also? Ja. Wer den verstanden hat, gut. Gegen Gift. Der guckt zu viele Pokémon-LPs. Ich doch nicht. Nein. Mondberg. Nein, kommt nicht noch. Jesse und James oder so. Wir sind auf einer neuen Route, wir dürfen wieder Pokémon fangen. Hell yeah! Wenn ich mich jetzt nicht zu doof anstelle. Übrigens, Hans ist jetzt leider weg. Oh. Ah, warte mal. Warum gehe ich auf die Karte? Ah, warte mal! Renn hier nicht weg, glaub mir! Ja, 0815 männlich hält das aus. Ich heile nochmal Schlagkörpers. Trank. Ist dann Normal-Pokémon gegen Kampf nicht eher dumm? Da, friss! Ist nur so eine Hilfe. Wieso? Normal ist doch. Die sind beide Kampf. Ja, und er ist normal. Normal gegen Kampf? Kampfattacke gegen Kampf. Normal? Das sind Kampf, Leute. Ja, gegen Normal. Ja, wir haben doch gar kein Normal. Das sind beides Kampf-Pokémon. Herr Nidoqueen ist doch normal. Nein! Warum machst du die Karte auf? Weil es kann. Coole Geschichte auf jeden Fall. Warte, ich zeig's dir. Das ist nicht normal. Es gibt Boden. Achso, okay, dann hau rein. Das wäre normal. Nidorina ist immer normal, ne? Nee, auch gibt Boden. Aber Nidoran. Ei. Ein Schlag von roher Gewalt. Den anderen nicht. Mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega Heap die ultimative Attacke. Nein. Du stimmst doch zu, oder? Der Todesstern ist die ultimative Attacke. Soll dieses Pokémon diese Attacke erlernen? What? Ja. So. Diese Attacken kann nur einmal erlernt werden. Ist das in Ordnung? Nein. Ich will das mehrmals beibringen. Was denn? Ein Tritt von brutaler Energie. Ja, bla bla. Mega Heap. Welchen wollen wir denn lernen eigentlich? Ich würde Mega Heap nehmen. Okay, können mehr Pokémon lernen. Ja. Vielleicht können wir auch beides nehmen. Go, go, Power Rangers. Wollen wir das Chakratos oder nur 15 männlich beibringen? Weiß ich nicht. Ich muss mir hier einen kurzen Schnitt machen, wenn ich das finde. Da. Wir sind wieder zurück in einem Stück. Und Chakratos versucht jetzt Mega Heap zu lernen. Wir haben immer noch keinen kurzen trinken müssen. Was ist denn das? Wir müssen die Regeln ändern. Was ist denn da los? Welche Attacke soll vergessen werden? Einen Rutenschlag, ne? Eins, zwei und schwupp. Und Rutenschlag ist weg. Mega Heap! Nun sind wir wieder Freunde, was Shiba angeht. Du willst eine kassieren, Freund? Okay. Nicht lang. Nein. Ja, du wolltest lesen. Ach ja. Du solltest gehen, ehe dich der arme, fehlgeleitete Kerl dort drüben nur Tritte trainieren sieht. Können wir mit dir nochmal reden? Bla 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 bla. Wir können auch jemanden einen Megakick beibringen. Dann würde ich es aber jemand anderen beibringen. Ja. Monkey! Für Kratzer. Bla bla bla. Die labern zu viel für mich. Ja. Hier liegt noch was. Meister findet. Brüller! Wow! Wir dürfen hier ein Pokémon fangen, Warum gehst du nicht dahin? Okay, dann fangen wir hier mal jetzt ein geiles Pokémon.
Kein Radfratz. Endlich wieder ein Radfratz. Ja. Mit Coca. Ups, ist so da. Gleich. Super cool. Ruckzucki. Ist irgendwie ein Kabel oder so? Ich hab nur einen Kopfhörer. Rutenschlag. Egal. Rutenschlag. Achso, Rutenschlag. Hupus. Oh. Gleich mal mit anderem Alkohol. Warum? Der ist okay. Ja. Ey, du kleckerst nur. Kleckerst mir auch voll. Jetzt liegt in der Flasche oder an mir. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jetzt Tackle. Danke. Ja, würde ich auch sagen. Tackle ist eine hervorragende... Du willst es wirklich fangen? Ja, natürlich. Jedes Pokémon, das wir kriegen können. Dann nennen wir es aber Abfall, bitte. Abfall? Abfall. Oder so. Ich gebe ihm keinen Namen. Abfall. Weil es Radfratz ist. Wir haben Koka. Koka hat auch einen Namen. Okay, ist auch Abfall, aber... Koka ist der Inbegriff für Abfall. Ja, deswegen, wir müssen noch einen nächsten Abfallnamen finden. Ist egal. Nenn es irgendwie Blut. Menschen, die du nicht magst. Gibt so viele. Ich weiß. Aber einen haben wir ja schon im Team. Felix? Welcher Felix? Felbi? Feldi? Ich kenne nur eine Feldi. Ja. Hallo Feldi! Hallo! Du bist jetzt ein Ratzfratz von uns. Ich hab bei. Hoffentlich ist sie nicht so gut als Ratzfratz, wie sie singt. Hallo! Hallo! Gut, dass du es gelöscht hast. Ja, Mann, ja, ich war. Ich mache mir durch dieses Pokémon Let's Play viele Feinde, das weiß. Ja. Wir sind übrigens aus den Höhlen raus. Und ich habe einen Abdruck im Gesicht. Ich auch. Wenn ich mehr rausgeht. Du musst einen anderen Abdruck reinmachen. Dieser Fleck ist jetzt ein Teil von dir. Er ist mit dir verwachsen. Ey, rede mit mir. Du erstellst... Das klingt... Ja. Tun wir gar nicht. Wir sind ein kleines Kind, was mit Pokémon durch die Gegend rennt, um andere zu prängeln. Richtig. Und jetzt verpiss dich aus meinem Sichtfeld, sonst bist du der Nächste, du Opfer. Wenn das Lamus nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen. Dann könntest du auf die andere Seite. Wo bekommen wir denn Zerschneider? Oder haben wir das nicht schon? Nee, das kriegen wir hier irgendwo. Soll ich schon mal anfangen auszuleuchten? Mach mal. Ist besser, oder? Ich guck mal hier noch ein bisschen rum. Da ist ja noch das Lamus. Ich glaube, das kriegen wir von hier. Okay, Lamus, setze Ultraschall ein. Das macht schon den Lamus. Okay, Lamus, nochmal. Alter Mann! Zu viel Zeit und zu wenig und tot! Wir brauchen einen Krankenwagen! Was hier nirgendwo ist, was das nicht unterholen könnte! Okay. Geh in Puff, verdammt nochmal! Ja. Ach, die Architekten! Die Architekten! Häuser ohne Türen! Häuser ohne Türen! Das wird um dich rumgebaut! Du bist da eingemauert. Und nehmen wir an. Das ist in Wahrheit gar kein Haus, das ist eine Gummizelle oder so. Ja. Du bist von oben reingeschmissen in das Haus. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad! Nee, kindlicher. Dann spricht es selbst. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird! Clever. Clever Vibe. Frankie, ist clever bauen. Oh, alte Oma!
Ananas, mein Mund aufschütteln!